Stimmt allerdings. Und in 3 Wochen schauen wir auf eine erste Bilanz und beschäftigen uns mit den Folgen der Elbvertiefung. So, und jetzt erstmal zu einem anderen Fluss, zum Rhein nämlich. Der Rhein, einer der bedeutendsten Flüsse in Europa, fließt von den Alpen in nordwestliche Richtung bis zur Mündung in die Nordsee. Ja, und ein Fluss, auf dem ziemlich viel transportiert wird. Und das bleibt auch nicht ohne Folgen.